So, zurück von der Kaffeepause und herzlich willkommen zurück zu Tödliche Schokolade. Ja, immer noch ist Gift in der Sauerlich-Schokolade und das versuchen wir mit allen Mitteln zu verhindern. Wir haben in der letzten Folge Max Port gestellt mit Hilfe der Polizei und das hat dem Ganzen leider noch kein Ende beschert. Wir haben weiterhin Erpresser, entweder neue oder immer noch dieselben von vorher, aber ich glaube, es ist eine neue Organisation, neue Leute. Oder vielleicht eine Einzelperson, die er Sauerlich jetzt erpresst. Ich würde gern Herrn Sauerlich sprechen. Ist er da? Genau, das hatten wir schon gefragt, aber... Ach, da wird Herr Sauerlich aber froh sein, dass er endlich wieder eine Hilfe hat. Genau, das haben wir noch nicht gefragt. Ja, es gibt wirklich viel zu tun. Aber die Sache mit der Erpressung ist für den neuen Staat natürlich recht unglücklich. Ja, das ist richtig. So eine Erpressung, die schlägt dann doch ganz gerne mal auf das Betriebsklima. Das steigert auch nicht unbedingt die Produktivität der Firma. Eine Erpressung ist halt immer keine schöne Sache. Und wir klicken nochmal mit Glüschen das Regal an. Ich war mir nicht sicher, ob wir das schon gemacht haben. Ein Führer der Andreasburg. Interessieren Sie sich für Heimatkunde? So kann man es auch nennen. Ich liebe alles, was festgefügt und aus Stein gebaut ist. Also auch Burgen. Was denn noch? Naja, vielleicht Pyramiden oder was noch? Mauern, irgendwelche großen majestätischen Gebäude, Kirchen, aber vor allem auch Burgen. Das ist für mich irgendwie so das Paradebeispiel. Ich möchte zu gerne wissen, wer hinter dieser Erpressung steckt. Haben Sie vielleicht... Gibt es schon was Neues? Ich meine, von den Erpressern. Nein, ich habe nichts gehört. Eine schlimme Sache ist das. Dein armer Vater... Gott sei Dank hat es noch keine Vergifteten gegeben, oder? Doch. Fred, mein halbzahmes Eichhörnchen hat's erwischt. Ich hab's blöderweise mit der Schokolade gefüttert. Oh, das ist ja scheußlich. Das tut mir wirklich sehr, sehr leid. Brauch Ihnen ja gar nicht leid zu tun. Sie können ja Ihre Hände in Unschuld waschen. Es ist der Fred, der leider von der vergifteten Schokolade genascht hat. Ja, gut, dann haben wir hier alles erstmal gefragt. Und jetzt muss ich mal schauen, ob wir hier vielleicht noch einen neuen Ort besichtigen können. Ich glaube eher nicht. Versuchen wir es doch nochmal bei der Andreasburg, von der haben wir jetzt einiges gehört. Ist Frau Sauerlich vielleicht immer noch da? Aha. Das ist nicht Frau Sauerlich. Aber die haben wir doch schon auf dem Golfplatz gesehen, die junge Dame. Hat jemand Fragen nach Herrn Sauerlich gestellt? Nein, außer der Polizei natürlich. Kommissar Glockner war zweimal im Golfclub und hat alle Mitglieder befragt. Wer ist denn das? Warum stehe ich denn so auf dem Schlauch? Ich weiß gar nicht, wer das ist. Vielleicht irgendeine Bekannte? Glaubst du, dass Täter Nummer 2 auch aus dem Golfclub kommt? Keine Ahnung. Herr Sauerlich ist eigentlich ziemlich beliebt. Ich kenne niemanden, der ihn nicht leiden kann. Ich kenne auch keinen. Ich mag den Sauerlich ja auch sehr gerne. Ich mag ja sogar die Frau Sauerlich auf ihre Weise. Aber wer das ist, weiß ich immer noch nicht. Die steht hier einfach an der Burg herum. Mit ihren coolen Sportschuhen. Gibt es noch Jobs auf dem Golfplatz? Ach, okay, jetzt habe ich eine Idee, wer das sein könnte. Ich glaube nicht. Meine beste Freundin hat sich beworben. Sie wurde auf nächstes Jahr vertröstet. Ist sie vielleicht ein Caddy, der da arbeitet? Eine Kollegin von Katja? Ach, ich weiß es nicht. Tut dir Max Port leid? Nein. Blöd ist nur, Dr. Port schuldet mir 20 Mark. Die kann ich wohl knicken. Das ist natürlich wirklich, eine blöde Sache, wenn man jemandem Geld schuldet, der im Knast ist. Ich denke mal, dass der auf jeden Fall seine Strafe bekommen wird. Ob er ins Gefängnis wandert, das wissen wir natürlich nicht. Vielleicht ja in Zelle 13. Möglicherweise. Spielt meine Mutter wirklich so gut, wie sie immer behauptet? Ehrlich gesagt, nein, Willi. Sie schummelt ziemlich viel. Aber die Hauptsache ist doch, dass es ihr Spaß macht. Ach ja, das kann man beim Golf ja super machen. Man kann ja irgendwie
sein Handicap mit ein paar Unachtsamkeiten aufbessern. Wenn man mal ein paar Schläge übersieht, die man so macht, hat man doch direkt eine bessere Wertung. Das geht doch eigentlich, ist doch so eine Vertrauenssache, so eine Ehrensache unter Golfern, dass man da immer die Wahrheit sagt. Gibt es auch Jugendliche in unserem Alter, die Golf spielen? In unserem Club nicht, aber in Amerika spielen sogar kleine Kinder Golf. Ich glaube, es macht großen Spaß. Also ich das mitbekommen habe, ist das momentan also mittlerweile auch so, dass viele Jugendliche und auch Kinder in Deutschland Golf spielen. Das hat sich wahrscheinlich ein bisschen weiterentwickelt, der Golfsport hier in Deutschland. Hast du schon gehört, dass Herr Sauerlich wieder erpresst wird? Ja, allerdings. Auf dem Golfplatz reden alle nur noch über Sauerlich. Erst die Geschichte mit Dr. Port und dann noch ein Erpresser. Einfach schlimm. Ich kann mich ehrlich gesagt auch gar nicht an dieses Mädchen erinnern. Witzigerweise. Also, ich habe das Spiel ja schon 2-3 Mal gespielt. Aber an dieses Mädchen erinnere ich mich gar nicht. Hast du den Job auf dem Golfplatz noch? Ja, ich mach das bis zu den Sommerferien. Ja, habe ich mir gedacht. Ich will nach Frankreich fahren. Meine Eltern zahlen mir die Fahrtkosten und ich verdiene mir das Taschengeld. Genau, sie ist also ein Caddy auf dem Golfplatz. Das habe ich mir auch so schon zusammenreimen können. Allerdings, der Name ist mir wieder missfallen. Nicht missfallen, sondern entfallen. Also missfallen weiß ich ja noch nicht. Ach ja, und dann wollte ich nochmal gucken, ob wir vielleicht... Ups, hallo. Mit Karl können wir schon mal gar nicht, aber vielleicht mit jemand anderem bei Karl an dem PC können und vielleicht mal die Wild Girls im Internet suchen. Geht das? Wir wissen noch nicht besonders viel, was? Hast du schon eine Theorie? Keine Theorie, nur viele Fragen. Was für Gift wurde benutzt? Wie kam Täter Nummer 2 an Tony Blender vorbei? Und hat der Täter Fingerabdrücke hinterlassen? Ja, ich fürchte, das Gift, was jetzt in der Schokolade war, war zumindest für Eichhörnchen tödlich. Ich weiß nicht, wie das bei Menschen aussieht. Aber das kann natürlich auch sein, dass es jetzt schon das tödliche Gift ist, was in der Schokolade sich befindet. Und? Gibt es etwas Neues von Mr. Unbekannt? Wieso Mister? Es könnte doch auch eine Frau sein. Also das sieht mir ja fast aus wie eine Drogenküche. Nicht, dass er da irgendwie Meth sich zusammenbraut. Oder eben Schlafmittel oder Gifte. Und hier ist auch nochmal ein Bild von der Andreasburg. Sehr verdächtig, also die zieht sich ja auch durch den ganzen Fall so ein bisschen durch. Und wenn das tatsächlich die Wohnung des Erpressers ist, also wenn sie das nicht ist, dann fresse ich einen Besen. Nee, okay, sehr aufschlussreich. Und ich finde schon Beweis genug, dass man da eventuell mal eine Hausdurchsuchung macht bei dem Nachbarn. Aber so weit sind die TKKG-Leute, glaube ich, gerade nicht. Man sieht ja nichts. Wie langweilig. Auch was man nicht sieht, kann einen manchmal weiterbringen. Also ich sehe genug. Ich weiß nicht, was Klößchen da erwartet hat. Nackte Frauen oder irgendwelche Leute, die sich da umziehen. Das erwartet man ja, wenn man mit dem Fernglas aus dem Fenster sieht. Normalerweise als TKKG-Mitglied natürlich nicht. Ich bin fix und fertig. Meinst du, wir finden auch den zweiten Erpresser? TKKG hat schon ganz andere Ganoven zur Strecke gebracht. Nur Mut, Klößchen, wir schaffen das. Naja, mittlerweile haben wir bisher erst einen Fall gelöst. Wir befinden uns ja erst im zweiten Spiel der Reihe. Aber dieser Fall hat es schon in sich. Und den Max Port, den haben wir auch schon dingfest gemacht. Von daher kann man das schon so behaupten. So, mit Gabi vielleicht auch nochmal den Voyeur spielen. Ändert sich denn da drüben nie etwas? Doch, unmerklich. Ich glaube, mein Nachbar hat jetzt wieder einen Job. Tagsüber ist keiner zu Hause. Oder hat irgendeine andere Beschäftigung gefunden, vielleicht sogar Leute erpressen. Ich wüsste zu gern, was für Gift der neue Erpresser benutzt. Der Apotheker hat uns ja schon im Falle Port gut weitergeholfen. Ich bin gespannt, was er diesmal sagt. Aber ich finde das tatsächlich ein bisschen merkwürdig und bedenklich, dass Karl weiß, was sein Nachbar macht und immer das Fernglas bereit hat. Der scheint ja hier regelmäßig mit dem Fernglas die Leute zu beobachten. Ein bisschen seltsam ist es schon, muss man einfach mal sagen. Und hier dieses Pilzplakat, das finde ich eigentlich noch recht interessant. Ich weiß nicht, ob man sich das noch angucken kann.
Kennst du schon die neue Single von den Wild Girls? Komm, Tom, ist gut, Knut? Klasse. Ja. Ich finde sie geschmacklos. Komm, Tom, einfach furchtbar. Oh je, stimmt. An Tom, den Gärtner, hatte ich gar nicht gedacht. Das ist wirklich nicht sehr nett. Oh Gott, ey, die Texte sind ja wirklich extrem intelligent. Und an Tom, den Gärtner, habe ich sofort gedacht, als ich dieses Komm, Tom gehört hatte. Ja, ja. Nee, im Ernst, ich hätte lieber mehr über die Pilze gewusst. Ich finde Cindy am besten. Wen magst du denn am liebsten? Sally. Die fand ich schon früher gut, als sie noch auf unsere Schule ging. Moment. Sally war doch die Rothaarige, oder nicht? Oh, ich bin jetzt schon wieder total durcheinander. War nicht Sally die Ex-Freundin von Tom? Cindy war doch die mit den braunen Haaren. Jedes Mal, wenn ich ein Lied von den Wild Girls höre, muss ich an Tom denken. Er tut mir echt leid. Ja? Geht mir nicht so. Ich finde, Tom übertreibt. Ah. Er kann doch nicht erwarten, dass Sally wegen ihm eine tolle Karriere an den Nagel hängt. Okay, der Karl ist natürlich, hat da wenig Mitgefühl, weil er auch auf die Sally steht. Und da ist natürlich Tom ein bisschen im Weg. Eine ganz verzwickte Angelegenheit ist das hier offenbar. Und da möchte ich mich auch gar nicht zu sehr rein vertiefen in diesen Beziehungsstreit offenbar. Gut, schauen wir nochmal bei Tom vorbei. Ich glaube, wir sollten uns auf jeden Fall nochmal in der Hütte umsehen. Denn da liegt noch etwas Interessantes. Diese Kiste hier. Die klicken wir an. Bug-Eggs! Käfergift! Ich denke, du bist Ökogärtner, alles nur mit Hornspäne und so. Das ist nur ein alter Karton. Ich benutze wirklich kein Gift. Na, ich weiß ja nicht. Ein Gift ist auf jeden Fall schon mal drin, nämlich Alkohol. Ich glaube Whisky. Und was ist das? Whisky? Oh, ich verstehe. Pappalapapp, nichts verstehst du. Es ist nur, ich liebe Sally. Und sie liebt mich auch, das weiß ich. Wenn nur dieser bekloppte Roger niemals aufgetaucht wäre. Ich warte in jedem Fall auf sie. Tja, der liebe Tom scheint doch nicht so sauber zu sein, wie wir alle gedacht haben. Der benutzt hier offenbar fiese Chemikalien, um den Ungeziefer Herr zu werden. Hier ist ein Totenkopf drauf, eine Schabe oder irgendein Käfer mit einem Blitz dadurch. Das sieht auf jeden Fall nicht gesund aus. Und können wir uns nicht sonst noch ein bisschen hier umgucken? Sonst kann ich hier nichts anklicken. Aber dieser Katalog hier an der Wand, ich glaube, den müssen wir auch noch mit irgendjemandem uns angucken. Und glaubst du wirklich, dass Sally zu dir zurückkehrt? Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Schau doch nur, wie glücklich sie auf dem Foto aussieht. Das ist keine 2 Jahre her. Das dürfte eine neue Frage gewesen sein. Und hier dieses Foto, das ist wirklich ein bisschen missverständlich, weil ich sehe hier weder Sally noch, noch Tom drauf. Also das könnte auf jeden Fall Sally sein, aber scheint nicht ein Bild von den beiden zu sein. Hättest du dem Port so ein Verbrechen zugetraut? Wieso fragst du mich das? Ich kenne den Typ überhaupt gar nicht. Aber du hast doch in der Poliklinik gearbeitet. Dann musst du eigentlich den Port kennen. Ich habe zwar im Krankenhaus gearbeitet, aber immer draußen, im Garten. Oder meinst du Max Port? Den Krankenpfleger von der Inneren, der nie Geld dabei hatte und immer jemanden gesucht hat, der ihn in die Kantine einlädt? Der war der Erpresser? Nee, das hätte ich dem niemals zugetraut. Ja, der Max Port hat ja sogar schon die Kollegin von der Katja auf 20 Mark angepumpt. Der scheint ja wirklich der Schnorrer vom Dienst zu sein, hat nie Kohle auf der Tasche, spielt aber Golf. Wahrscheinlich läuft da alles Geld, was er verdient, rein. Ich grüße Sie, Kommissar Vierstein. Hallo, Tom. Tja, nur damit er sich damit brüsten kann, dass er Golf spielt. Ein trauriger Mensch. Hast du in der Zwischenzeit was von Sally gehört? Ja, sie hat mir einen Brief geschrieben. Ich kann ihn auswendig. Hallo Tom, ich habe noch deinen Wohnungsschlüssel. Lass uns kurz treffen, wenn ich auf Konzerttour in der Stadt bin. Dann gebe ich ihn dir zurück. Hoffe, es geht dir gut und du bist drüber weg. See you, Sally.
Sie hat See You geschrieben. Ich werde sie wiedersehen. Ich habe noch eine Chance. Ach, wie romantisch, der Wohnungsschlüssel. Ich glaub's nicht. Insektengift bei unserem Naturfreund. Ach, das ist sicher noch ein alter Karton von meinem Vorgänger. Ja, das glauben wir alle. Allerdings können wir uns auch nochmal den Whisky angucken. Und der ist, glaube ich, nicht vom Vorgänger. Und die Flasche hier, ist die auch von deinem Vorgänger? Nein, ich nehme nur manchmal einen kleinen Schluck zur Beruhigung, zur inneren Erwärmung. Ich dachte, das wäre gegen die Schnecken. Aber da benutzt man ja eher vorzugsweise Bier, um die betrunken zu machen und um sie zu töten. Wirklich stark, wie ihr diesen Angeber zur Strecke gebracht habt. Hut ab! Danke, es war auch viel Glück dabei. Nun denn. Auf jeden Fall, der Katalog liegt da noch rum, hängt da an der Wand, will angeklickt werden, aber noch nicht von Karl. Vielleicht von Willi. Nee, auch nicht, aber wir sprechen noch mit Tom. Das mit Fred tut mir echt leid, Willi. Ach Mann, ja, ich bin ziemlich traurig. Besonders schlimm ist, dass ich ihm das Gift selbst gegeben habe. Aber damit war ja wirklich nicht zu rechnen. Gift in der Schokolade. Trotzdem, Gabi hat schon recht. Schokolade ist einfach nicht das richtige Futter für Eichhörnchen. Oh Gott, nee, damit war wirklich nicht zu rechnen. Gift in der Schokolade, so heißt ja auch nicht das Spiel. Das war wirklich ein bisschen Sherlock Holmes-mäßig. So, dann schauen wir uns mal die Kiste an. Die Bug-Ex-Kiste steht da ja auch schon seit Jahrhunderten. Schmeiß sie doch mal weg. Du benutzt doch gar kein Gift, oder? Nee, Gift benutze ich niemals. Du hast recht, ich werf die mal weg. Wieder einmal. Mensch, Tom, du wolltest doch aufhören mit dem Trinken. Ach, Willi, ich bin so wahnsinnig nervös, weil ich Sally bald wiedersehe. Meine Chance, verstehst du? Vielleicht ist das meine letzte Gelegenheit. Aber danach höre ich auf. Ganz bestimmt. Ich schwör's. Aber alles in allem war das wirklich nicht Klößchens Absicht, dass er da das arme Eichhörnchen vergiftet hat. Das wollte ich gar nicht unterstellen. Willi, stell dir vor, ich habe einen Brief von Sally bekommen. Sie will mich sehen, am Abend vor dem Konzert. Ich hab's gewusst. Hey Tom, das ist ja toll. Hoffentlich geht's gut. Aber ich finde, man hätte das schon ein bisschen vorsichtiger machen sollen mit der Schokolade, nur weil der Verbrecher gestellt wurde. Aber wissen konnte das Klößchen nicht. Er kennt ja den Titel des Spiels auch nicht. Sein Glück. Nein, sein Pech eigentlich. So, immer noch nichts Neues hier. Bug-Ex. Gift. Du benutzt sowas? Nein, das ist ein Missverständnis. Ein Missverständnis. Ach so, ich verstehe. Du vergiftest keine Käfer. Du vergiftest dich selbst, Tom. Und alles wegen Sally? Ich glaube nicht, dass dich das was angeht. Okay, jetzt wird er auch noch frech gegenüber uns. Naja, Gabi hat ja auch ihre Meinung laut gesagt. Aber die ist natürlich vollkommen richtig. Tom, merkst du denn nicht, dass Sally jetzt in einer ganz anderen Welt lebt? Misch dich nicht in Dinge ein, von denen du nichts verstehst. Ich habe einen Brief von Sally bekommen. Ich werde sie treffen und zurückgewinnen. Ja, der ist auf jeden Fall nicht mehr so sympathisch wie am Anfang, jetzt wo er den Brief bekommen hat. Das hat ihm so ein bisschen noch Feuer gegeben. Kennst du Herr Brudonski? Nee, keine Ahnung, wer das ist. Und das hat ihm ein wenig Hoffnung gegeben. Allerdings glaube ich, dass diese Hoffnung nicht ganz begründet ist. Denn der Brief war ja alles andere als herzlich. So, und vielleicht war das eine Anspielung, dass wir nochmal bei Herrn Brudonski vorbeischauen sollten in der nächsten Folge. Und da vielleicht herausfinden, was das für ein Gift war, dieses Bug-Ex. Da bin ich mir nämlich noch sicher, dass wir da noch eine Liste haben von verschiedenen Insektengiften, die wir uns nochmal angucken müssen, um herauszufinden, welches Gift denn jetzt tatsächlich verwendet wurde und welchem Gift Fred das Eichhörnchen zum Opfer fiel. Allerdings erst in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.